Goodie, ich habe Dinge gefunden. Winterlichter, Fäustlinge, Dekoration. Dann gleich daneben gehängt. Oh. Sind sie nicht putzig? Klein Stinkerli. Sweet. Grün. Und da unten die Küchen. Sehr nett. Goldig. Die werden jetzt bei mir auch hängen bleiben bis zum Sommer, weil ich, wenn ich mal Deko aufgehängt habe, dann bleibt die. Süchen. Wie kein Tomate dabei? Wieso habe ich keine Tomate? Das ist schon mal unpraktisch. Tomaten müssen dabei sein. Raus, 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 raus. Für den Notfall Tomaten. Gut. Alles andere habe ich mir so zusammengestellt, damit es eben wirklich das angepflanzt wird, was ich auch wenig habe. So, da hinten Tomate für Wasser. Hier nehmen wir das. Hier kann ich irgendwas hin. Ne, ich kann nicht irgendwas hin. Da kann ich nur Tomate hinstellen. Und hier auf die vier wollte ich eigentlich so ein Viererfeld machen. Ja. Genau, das hatte ich eigentlich vor, ne? Oder halt hier hin, das geht auch, das ist relativ egal. Hier kommt ein Viererfeld hin. Kartoffeln, von denen brauche ich halt viel. Das ist ja das Praktische daran, dass ich von den Samenbereitern habe ich ja weniger als, also von der Anzahl weniger, als es tatsächlich verschiedene Saatgut gibt, die ich da überhaupt reinstopfe. Dann kann ich variieren. Wenn es von den einen dann zu wenig sind, dann kann ich die anderen reinstopfen. Das Problem habe ich allerdings bei den Einmachfässern schon, dass genau vier Sorten in die Einmachfässer rein sollen. Und ich habe nur vier Einmachfässer. Das, okay, da fehlt. Moment, was machen wir? Wieder Kartoffeln. Von Kartoffeln habe ich, glaube ich, sehr, sehr wenig. Und ich glaube, da komme ich nicht hinterher bei den Einmachfässern. Ist natürlich, ne, also, was machst du dir so einen Gedanken? Ist ja Quatsch. Du kannst ja genauso gut in drei verschiedene Dinge reintun und in die vierte dann halt irgendeins von den anderen drei.
rein, die du vorher benutzt hast. Ja, könnte man. Aber das widerstrebt mir irgendwie in meiner merkwürdigen Ordnungswut. Dieses mal locker lassen und so, ne, und sich nicht in den Kopf machen, das, ja, das ist sehr logisch. Sollte dann eigentlich auch mir entgegenkommen, die Logik. Problem ist, ja, bin ich so logisch anscheinend in manchen Dingen. Ich habe meinen eigenen Kopf und was ich mir gedacht habe, und wenn das dann nicht funktioniert, dann mache ich so lange, bis es funktioniert. Jetzt zum Beispiel, ne? Also es funktioniert ja nicht. Es ist zu wenig vorhanden. Anstatt jetzt, ne, logisch zu sein und das einfach rauszunehmen. Nein, ich drücke einzeln so lange rein und mache mir Stress. Also zwinge ich mich jetzt dazu, das anders zu machen. So, und jetzt kann da ein bisschen nachrücken. Und bis morgen habe ich vergessen, was da überhaupt rein soll. Also Mais war es, Kartoffeln, ne? Mais, Kartoffeln. Hier ist es ja einfach, da kommen einfach nur die Marmeladen rein und hier Maiskartoffeln. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ne? So ist es halt. Warum einfach, wenn man sich unnötig Arbeit machen kann? Ist doch viel schöner. Hast ja immer was zu tun. So, hier sind es immer noch genügend Zehen. Ja, hier sehe ich es auch wenigstens mal. Da sind nur drei. Auf der Switch sehe ich es einfach nicht. Das ist zu hutzlig. Einmal hier nehmen wir auch mal 10 raus. Bräuchte ich auch eigentlich keine. Hier kann man auch unfassbar viel rausnehmen. Und hier eigentlich auch. Sind 28. Das ist ein Haufen Zeug. Ja. Machen wir mal doch noch ein bisschen mehr. Das kann raus. Das kann raus. Gut. Nur noch 5 Stück, das ist auch nicht so viel. Da kann ich mir ja später die ganzen Medaillen reindrücken, die ich für sonst nichts gebrauchen kann. Aber im Moment, ich muss mal bei Bad Ruf vorbei und gucken, was ich bei dem eigentlich noch so kaufen möchte. Dann kann ich das mit den Medaillen vielleicht früher schon in Angriff nehmen. Was habe ich denn eigentlich hier? 210. Ja gut, ich weiß gar nicht, die Plakette, die wird so irgendwas mit 100 kosten. Was gibt's denn da noch? Dieses Füllhorn oder was das ist, ist es, glaube ich, von ihm. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt habe. Hab ich? Warte mal, das hier. Sammelkorb. Nee, das ist was anderes anscheinend. Füllhorn sagt mir auch nichts. Wenn, dann hätte ich da, alles, was nur mit Fressalien zusammenhängt, habe ich bestimmt irgendwo hingestellt. Ich habe zwar nicht von jedem Gericht irgendwas da rumstehen. Hier zum Beispiel fehlt auch noch eins. Könnte ich im Grunde genommen auch noch so hier in die Ecke rein klatschen. Oben, wenn ich das ein bisschen zurechtrücke, kann ich da auch noch was hinstellen. So, was habe ich denn überhaupt hier dabei? Ich habe die ganzen Angelsachen die ganze Zeit mitgenommen gehabt. Ja. Ich nehme mal ganz kurz alle möglichen Fische in die Hand. Einfach nur. Um zu sehen, welche mir denn fehlen. Ich meine. Ich hätte letztens da durchgerechnet, 2 Stück fehlen mir. Und ich weiß nicht welche.
Beziehungsweise die habe ich gar nicht im Haus rumstehen. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, was das letzte war. Ich meine, die hier. Gut, den kann man sich gut merken, den hier. Nee, warte, doch, das stimmt. Ach, Mist. Ja, hier habe ich irgendwas verpeilt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch mehr verpeilt habe. Gut. So. Wo steht denn der Krempel? Das ist, glaube ich, der blaue Marlin. Das ist der Feenkarpfen. Das Neunauge. Also ein Gabelwels gibt es anscheinend wirklich nicht mehr. Ich meine, der Löffelstörch hieß vorher so, aber vielleicht habe ich mir das auch irgendwie zusammengereimt und eingebildet, keine Ahnung. Aber ich meine, die jetzt ausgegraut sind, die habe ich überall rumstehen. Also irgendwo stimmt hier was nicht mit meiner Nummer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4. 6. Das sind 72. Oder Moment. Bin ich jetzt. Nee, warte. 6 mal 12. Nee, stimmt doch. 74, 76, 78, 81. 2, 4, 6, 8, 9. Jo, 81. Und ich habe aber nur 79 Viecher da rumstehen. Könnte ich schwören. 2, 4, 5. Dann der dicke. 6 Stück. Dann 2, 8, 10, 14, 20. Da ist nix. Dreißig. Vierunddreißig. Neununddreißig. Siebenunddreißig. Vierzig. Fünfundvierzig. Fünfzig. Vierundfünfzig. 55. 58. 60. 66. 70. 73. 73. Da fehlen um einiges mehr. Gut, keine Ahnung, was da fehlt, weil das sind. Ich dachte, es würden zwei fehlen, aber es sind ja doch ein bisschen mehr, als ich dachte. Wurscht. Jo. Da
Werde ich, aber da habe ich jetzt nicht genügend Gehirnkapazität für. Das lassen wir mal. Weiß jetzt nicht, wo mein Fehler liegt. So, soll ich jetzt noch ein bisschen angeln gehen? Was wollte ich eigentlich machen? Obwohl, die Knete würde reichen, oder? Nee? Ein ganz kleiner Ticken fehlt noch. Ein ganz kleiner Ticken fehlt noch. Und dann hätte ich tatsächlich genügend Kohle. Um das neue Gebiet bzw. die neuen Pavillon zu kommen. Ich habe auch gar nichts zum Verscheuern hier, ne? Pass mal auf, was machen wir denn? Wir haben ja sonst nichts zu treiben, ne? Wir haben ja überhaupt nichts zu treiben. Also Insekten fangen. Fische auf Sternniveau. Oh, da fehlt mir noch eins. Ach, Sammelgegenstände. Ich wollte gerade so was quatscht die da? Ja, natürlich. Bäume fällen. Kreaturen jagen. Habe ich keinen Bock drauf. Schürfen bringt auch kein Geld. Bringt es kein Knete. Was mache ich denn jetzt? Mal gucken, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwo Fische zum Verscheuern habe. Irgendwo, wo ich drei Stück habe, obwohl ich nur zwei brauche. Wie gesagt, als ich auf der Switch gespielt habe, habe ich das einfach nicht gesehen. Okay, hier nehmen wir mal zwei weg. Das ist also klein, hutzlich, bildschirmmäßig. Gut. Den kann ich verscherbeln. Bringt 700. Das reicht nicht, das reicht nicht. Das reicht nicht, ich fasse es nicht. Haben wir hier irgendwo drei oder mehr von irgendwas? Jupp, da haben wir. Jetzt reicht's. Jetzt genügt es. Komm, sind wir mal konsequent hier. Die zählen ja eh nicht, das ist in Ordnung. Hier habe ich die ganzen Sterne-Gedöns reingeschmissen. Muscheln könnte ich sammeln gehen. Beziehungsweise auch nach bestimmten Fischen suchen. Was ist denn das hier nochmal für ein Vieh? Ich meine, das wäre der Kleine, der da steht. Der da, ne? Nee. Fledermausrochen. Den habe ich ja schon hier in der Pfote gehabt. Das ist der da, ne? Nee. Tatsache. Nee, das ist da unten. Was ist denn das hier nochmal für einer? Der sieht so ein bisschen franselig aus. Welcher war denn das? Ist das der hier? Das ist der Abenddämmer? Nee. Okay, dann müsste das hier. Nee, das ist der Morgendämmerung. Keine Ahnung. Könnte der hier sein? Nee, den hatte ich ja eben auch schon in der Pfote. Der sieht jetzt viel an so ganz anders aus. Wenn die Lampe drüber ist, viel heller als so. Ah, der sieht ja richtig krass anders aus dadurch. Was bist du für einer? Du bist der Abenddämmer. Du bist der Morgendämmer. Du bist der.
Oh, da fehlt irgendein Rochen. Hier habe ich gar keine Rochen, ne? Nö. Oh. Oh, da stimmt irgendwas nicht. Irgendein Rochen fehlt. Wo ist denn der Knallrote? Den habe ich ja gar nicht hier stehen. Ach, gucke da. Ich meine, der müsste einem doch wohl krass auffallen, ne? Also, rot ist ja wohl. Den habe ich nirgendwo stehen. Aber der ist gar nicht der, der mir fehlt in der Liste. So, wo stelle ich den überhaupt hin? Boah. Also, ne? Der ist ja geradezu ikonisch, der hier. Wo stelle ich denn den hin? Rot, wo passt ein Rot gut hin? Würde eigentlich ins Schlafzimmer gut passen, ne? Ich habe aber keinen Platz, wo ich den draufstelle. Was ist denn das eigentlich hier für ein Krempel? Rabenholz, Speisekammer. Okay, wenn wir auf, dann gehen wir vielleicht mal irgendwelche Möbel noch bauen von Rabenholz. Auch wenn ich, wie gesagt, keinen Platz habe dafür. Habe ich irgendwas von Rabenholz noch nie gebaut? Ein Stuhl halt, jo. Aber ansonsten nicht. Dann müsste ich es ja in der Truhe rumliegen haben. Ich schmeiß ja den Krempel nicht weg. Ich bunker doch den ganzen Murks. R. Mondsucht. Ach, das ist. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, das wäre dieses merkwürdige. Ich weiß gar nicht. Das ist nur nicht mal richtig gescheit dreieckig, das Tischlein. Wo hab ich denn den ganzen Schammers hin, eh? Das ist das Einzige, was noch Rabenholz ist. Gibt's davon nichts? Drachenflut, okay. Okay, hier, Rabenholz. Blumen, das Ding. Okay. Den habe ich wirklich anscheinend nicht. Dann den Schrank. Okay, den Konsolentisch. Ist das in der Kiste irgendwie blöd sortiert oder wieso? Sehe ich das nicht. Liegt das irgendwo weiter oben rum, obwohl es alphabetisch. Nö. Wo habe ich denn den Scheiß hin? Wie gesagt, ich schmeiß doch normalerweise nichts weg. Das wird alles so. Mit Effi wieder in die Truhe reingeschmissen, weil ich dachte so, ach ja, später. Weiß gar nicht, wie groß ist denn das Ding? Oh, geht. Nett. Wie gesagt, ich will es ja eigentlich in das Schlafzimmer haben, aber hier so ein hinzustellen wäre auch ganz nice. Das passt dann wenigstens so ein bisschen von der Farbe hin, ne? Ein bisschen wenigstens. Weiß ich noch nicht, was ich da hinstelle. Oh ja, das ist ein bisschen groß. Oh, obwohl. Kann ich da oben was hinstellen? Nee, kann ich nicht. Warum kann ich denn nicht? Okay, vors Bett wäre natürlich eine Idee. Oder halt hier in die Nische.
Ja, auch ganz cool. Da bräuchte ich aber halt auch einen ganz schmalen Tisch oder einen ganz schmalen Kommode oder was der Geier. Na, nicht bald. Ach so, weil ich da unten den Fisch noch ausgewählt hatte. Nee. Küchenunterschrank. Ich glaube, den habe ich schon da drin. Ach, das ist das. Ist auch zu klein. Sessel. Nee, nee. Da ist nichts Gescheites dabei. Das Ding habe ich schon irgendwo rumstehen. Den Tisch. Der ist zu groß. Ach so, den habe ich im Wohnzimmer, also im Schlafzimmer, wo die Süßkram-Sachen stehen. Da habe ich das. Deswegen ist mir das nicht aufgefallen. Aber dass ich den Tisch hier nirgendwo habe, obwohl ich den angeblich schon mal gebaut habe. Habe ich den in einer anderen Farbe irgendwo rumstehen und bin deswegen völlig raus? Aber hier habe ich einen Tisch. Das ist. Oh Gott, was sind das für ein Ding eigentlich? Der Esszimmertisch. Ach, da ist er! Da ist der Tisch. Deswegen habe ich den nirgendwo gefunden. Der. Ja, oh, alles klar, alles klar. Steht da irgendwo in der Nische rum. Oh. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Nehmen wir den mal kurz da weg. Das ist aber auch nicht so geil, weil das dann. Das nicht direkt drunter. Das sollte schon so ein bisschen symmetrisch sein. Das Aquarium ist einfach zu groß, ne? Na, geh schon. Weiß nicht. Irgendwie. Ich glaube, das wird witzigerweise vielleicht sogar besser aussehen, wenn der Tisch in Blau wäre. Weiß nicht. Hat was, aber es ist auch ein bisschen zu gewollt, ne? Beziehungsweise, weil es so drüber steht, sieht es auch doof aus. Kann ich jetzt den ganzen Tisch zurückstellen, ohne dass es scheiße aussieht? Ja, es kaschiert ein bisschen, dass es da hinten eigentlich. Obwohl, nee, so sieht gar nicht nach Lücke aus. Ne? Jo. Gut. Was mache ich jetzt mit dem Krempel hier? Da ist der Tisch. Der sieht ja dann wirklich vollkommen anders aus.
Das sieht hier auch so nackig aus. Ich weiß nicht, das ist. Habe ich denn nicht noch irgendwie Süßkram oder warum geht denn das nicht? Das stellen wir nach vorne. Das sieht hübsch aus. Das sieht so nach nichts aus. Das stellen wir nach. Obwohl. Kann ich da dazwischen irgendwas parken? Ach, Tatsache. Kann ich tatsächlich so ein bisschen dazwischen parken? Aber auch nur. Teller da mal wegstellen. Sehr schön. Wie gesagt, Teller in allen Farben. Das wäre auch toll. Hier bräuchte ich eigentlich noch Tassen, ne? Aber ich glaube, die Tassen sind jetzt auch nicht nachfärbbar. Das ist ja von Caleri, ne? Das auch geklärt. So ein paar blaue Akzente in diesem roten Zimmer. Ich finde die Idee eigentlich ganz cool. Ich finde das, die Kombi finde ich geil, ehrlich gesagt. Nelka kriegt ja jedes Mal die Krise, wenn sie in dieses Zimmer kommen. So. schön. Ich hatte doch irgendwo. Ach nee, hier habe ich ja auch so süß Zeug rumstehen. Das könnte ich eigentlich da wegnehmen. Verläuft mich im eigenen Haus. Schalim. So, wie mache ich denn das? Wieso kriege ich das jetzt da nicht hingestellt? Oben bekäme ich es hin. Hier natürlich nicht. Ich müsste irgendwie auf die gleiche Ebene kommen, glaube ich. Angeblich liegt da schon was. Ach so, weil das so viel Platz wegnimmt, oder? Wenn ich das so schmal versuche hinzustellen. Nee, läuft auch nicht. Gut. Ich stelle das halt da oben hin, meine Güte. Ich mag ja keinen Zuckerguss, ne? Aber es sieht ja schon geil aus. Und das ist. Ich glaube, das ist was Richtiges zu essen. Das sollte man eigentlich dann doch eher hierhin placken. Also mit richtig meine ich halt herzhaft. Ja, doch, das sieht nach Salat und so aus. Der Salat sieht zwar nach Knetmasse aus, aber hey. Hübsch. Tomaten mit Mozzarella. Geil. David. Jo, jetzt habe ich mich schon wieder irgendwo in der Zeit verzottelt und verloren. Achso, ja, genau. Ich habe das ganze Jahr gemacht, um den Fisch aufzustellen. Wie gesagt, irgendein Rochen fehlt mir jetzt da auch noch. Das Neunauge, das ist. Und. Der Feenkarpfen. Also das Neunauge müsste hier irgendwo rumstehen, oder? Ja, genau. Das Ding. Feenkarpfen, das ist der, oder? Ja.
Das mit dem Rochen, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Das muss ich nachprüfen, was das für einer ist. Okay, ich meine, ich hätte den tatsächlich irgendwo stehen. Der hat so leicht lang. Ach so, Schande. Ich habe ja noch das andere Zimmer. Da habe ich nur die hier ge. Doch, nee, Blödsinn, die habe ich auch gezählt, die hier, ne? Das ist nicht der, sondern der hier. Den da. Das ist derjenige welche, der mir hier in der Liste gefehlt hat. Jep. Mann, 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 Mann. Okay, also den, den. Und das ist, wie gesagt, der blaue Marlin. Glaube ich. Habe ich noch irgendwo so einen Fisch, der so aussieht? Ne, was bist denn du für einer? Mitternachtslöffelstör. Dann, ja, der Langnasige. Und dann. Nee. Das muss der blaue Marlin sein. Warum habe ich den hier nirgendwo stehen? Muss ja eine lange Nase haben. Also ein ziemlich großer Fisch eigentlich. Nee, du bist nicht. Da ist er doch. An der jetzt. Hier, ne? Gut. Also ich hatte jetzt jeden von dem in der Pfote. Und irgendeiner von denen ist nicht aufgestellt als Stern. Sechs mal 12 sind 72, plus 9 sind 81. Und ich habe nur 73 hier stehen. Da kann doch irgendwo was nicht stimmen. Normal. Das Ganze für Doofe. Also, hier sind es 8. Da sind es 3, 4, 12 halt. Ne? Jo. 15. 19. 22. 25, 28, 30. 36, 39, 43, 47, 51, 52, 54. 56, 57, 61, 63, 65, 69, okay, 73, 74, da habe ich schon einen. Achso, ja, weil ich an den roten hingestellt habe. Also 74 habe ich da stehen von 81. Das sind viele. Das sind unfassbar viele. Also ich habe zumindest, so wie ich das sehe, habe ich die wenigstens in der Kiste. Also ich habe sie zumindest. Ich habe sie alle. Ich habe sie ganz alle doll. Sieht denn hier aus? So.
nicht zu. Wieso kann ich das nicht? Achso, jetzt. Meine Fresse. Ja, dann greif doch zu. Nicht so schüchtern. Einfach greifen. So, raus damit. Oh. Gut, nehme ich halt die. Gut. Ja, sie ist nicht da. Also, er, sie, es. Morgen werde ich mal alle Insekten in meine Tasche packen. Mal gucken.